Beim Ecovacs D-Bot X1 Omni E handelt es sich um einen Wischstaubsauger mit 5000 PA. Der interne Staubtank des D-Bot X1 E kann 400 ml Staub aufnehmen. Im Anschluss an einen Reinigungsvorgang wird der aufgesammelte Schmutz in die Dockingstation abgesaugt. Der Staubtank in Jena misst 3 Liter. In der Dockingstation werden auch die Wischmops des D-Bot X1 E befeuchtet, gereinigt und getrocknet. Letzteres beugt Schimmelentwicklung vor und verlängert die Lebenszeit der austauschbaren Wischmops. Der Ecovacs D-Bot X1 Omni E setzt in Sachen Mapping auf Osmo Turbo 2.0 Technologie und soll damit für ein besseres Putzerlebnis sorgen. In Sachen Navigation setzt der Hersteller auf IVY 3.0. Für eine möglichst lange Akkulaufzeit verbaut Ecovacs einen 5000 mAh Akku. Im Folgenden werde ich verständlichkeitshalber stets vom Ecovacs D-Bot X1 E sprechen. Bevor die erste Reinigung gestartet wird, empfiehlt es sich, eine schnelle Karte zu erstellen. Die Kartenerstellung kann dazu beitragen, dass bereits die erste Reinigung sehr gründlich erfolgt. Schnelle Kartierung beginnen. In der App lässt sich eine 3D-Karte einsehen. Das Kamerasystem des D-Bot X1 E arbeitet mit IVY 3.0. Das Programm erkennt beispielsweise Schuhe, Möbel oder ein Kabel. Mithilfe der künstlichen Intelligenz werden Hindernisse umfahren und Kollisionen vermieden. Knapp. Es werden nicht nur die Objekte gescannt und erkannt, sondern auch der Abstand zum Hindernis gemessen. IVY berechnet außerdem die Größe und Form. Gut ausgewischt, würde ich sagen. Erkennt das Kamerasystem ein Hindernis, vergleicht der Wischstaubsauger die gesammelten Informationen mit einer Datenbank und kann so beispielsweise einen Schrank zuordnen und als solchen erkennen. Um die Datensicherheit müssen sich keine Sorgen gemacht werden. IVY 3.0 ist vom TÜV Rheinland zertifiziert worden. Die dritte Auflage der Erkennungssoftware greift auf einen Nachtlichtsensor zurück, der dafür sorgt, dass auch im schummrigen Licht die Objekterkennung funktioniert. Den Erfassungsbereich beziffert Ecovacs mit 148,3 Grad. Der D-Bot X1 Omni ohne E im Namen verfügt über IVY 3D. Der etwas besseren Navigationssoftware liegt ein 3-Kamerasystem zugrunde. Theoretisch ist es möglich, Karten mit mehreren Stockwerken abzuspeichern. Da Tim kein Haus mit mehreren Stockwerken hat, konnte dies nicht getestet werden. Der Ecovacs D-Bot X1 E ist erfreulich leise beim Saugen. Da es sich um einen Staubsauger handelt, bleibt eine gewisse Geräuschkulisse nicht aus. Dennoch überzeugt der Lautstärkepegel im Reinigungsprogramm. In den Einstellungen des Wischstaubsaugers lässt sich die Saug- und Putzintensität erhöhen bzw. verringern. Während dem Wischen drehen sich die Wischmops 180 Mal pro Minute. Der D-Bot X1 E kann dabei einen Druck von bis zu 6 Newton auf den Boden ausüben. Dies hilft dabei, hartnäckigen Schmutz vom Boden zu entfernen. Gerade bei größeren Familien ist es wichtig, dass die Wischmops mit viel Kraft arbeiten. Auf Wunsch kann auch nur gesaugt werden. Damit reduziert sich nicht die Lautstärke, da die Wischmops während der Arbeit nicht zu hören sind. In der Praxis kann sich die Osmo Turbo 2.0 Wischtechnik beweisen. Der Boden wird feucht, aber nicht zu nass gewischt. Hartnäckiger Schmutz wie bereits leicht eingetrocknete Soßenflecken stellen für den D-Bot X1 E kein Problem dar. Die beiden Wischmops leisten im Test bessere Arbeit als ein einzelnes Wischmodul wie etwa beim Roborock S6 oder S7. Im Anschluss an eine Reinigung kehrt der Ecovacs D-Bot X1 E zu seiner Dockingstation zurück. Ladevorgang hat begonnen. Dort werden die Wischmops gereinigt und im Anschluss getrocknet. Während dem Reinigungsprozess drehen sich die Wischmops 180 Mal pro Minute. Das hierbei entstehende Schmutzwasser wird automatisch in der Dockingstation in den Schmutzwassertank befördert.
Das Programm zum Trocknen der Wischmops läuft 2 Stunden und ist dabei leicht hörbar. Wer besonders geräuschempfindlich ist, platziert die Dockingstation eher im Gästezimmer oder im Flur. In der Praxis bewährt sich die Funktion recht schnell. Erfahrungsgemäß nimmt man sich immer vor, das Wischmodul eines Wischstaubsaugers zu entfernen und zu trocknen, kommt aber erst dazu, wenn der Wischbezug bereits getrocknet ist. Durch das automatische Trocknen der Wischmops werden unangenehme Gerüche vermieden. Während der Selbstreinigung wird der 400 ml Staubtank abgesaugt. Dieser Vorgang ist naturgemäß etwas lauter, aber erfreulicherweise schnell erledigt. Der Vorgang dauert nur 10 Sekunden. Im Test zeigte sich, dass der Staubbehälter zumeist vollständig entleert wird. Erfahrungsgemäß reicht ein 3-Liter Staubtank aus, um den D-Bot X1e über Monate autonom saugen zu lassen. Wer die Wassertanks nicht immer verwendet, muss sich eine längere Zeit gar nicht um den Staubsauger kümmern. Der Ecovacs D-Bot X1e fährt auch während einer Reinigung regelmäßig zur Dockingstation, um die Wischmops zu reinigen. Je nach Reinigungsintensität und Größe der Wohnung kann es notwendig sein, dass der Wischstaubsauger zwischendrin nachlädt. Der 5000 mAh Akku reicht in der Regel aus, um eine 110 Quadratmeter Wohnung am Stück zu reinigen. Über die Einstellungen lassen sich verschiedene Reinigungsoptionen, wie etwa das zweimalige Abfahren von Räumen, einstellen. Verwendet man solche Extras, kann es dazu kommen, dass der Ecovacs D-Bot X1e einen Zwischenstopp an der Dockingstation macht, um den Akku wieder aufzuladen. Ähnlich wie der Ecovacs D-Bot X1 Omni hat auch das X1e-Modell ein Videosystem mit an Bord. Man kann folglich über die App die Kameras des Wischstaubsaugers aufrufen. Das kann nützlich sein, wenn man beispielsweise die nähere Umgebung des Wischstaubsaugers von der Arbeit aus einsehen möchte. Über den Videomanager kann außerdem kommuniziert werden. Mithilfe der Videotelefonfunktion können Kinder an die Hausaufgaben oder Einbrecher an die Unrechtmäßigkeit ihres Eindringens erinnert werden. Der Ecovacs D-Bot X1e ist kompatibel mit Amazon Alexa und Google. Hey Google, starte eine Reinigung. Weiterhin ist der Ecovacs eigene Sprachassistent Yiko mit an Bord. Über Yiko können unter anderem Reinigungen gestartet werden. Okay, Yiko. Ich bin hier. Wenn die Lautstärke zu niedrig ist, kannst du Okay, Yiko, Lautstärke aufdrehen, sagen. Okay, Yiko. Ich bin hier. Erhöhen Sie die Lautstärke. Der Ecovacs D-Bot X1 Omni E kann mit guter Navigation, einem sauberen Reinigungsergebnis und einer Vielzahl an Extras überzeugen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Trocknung der Wischmops. Durch die direkt erfolgte Reinigung mit anschließender Erhitzung wird die Bildung von Schimmel verhindert und es entstehen auf Dauer keine unangenehmen Gerüche.
Es empfiehlt sich trotzdem, den Zustand des D-Bot X1e regelmäßig zu kontrollieren und alle Bestandteile zu reinigen. Im Vergleich zum Roborock S7 Pro Ultra kommt der D-Bot X1 Omni E mit einem größeren Schmutzwasser- sowie Frischwassertank und Staubbeutel daher. Gerade größere Familien werden den damit einhergehenden Komfort zu schätzen wissen. Der X1 Omni E ist etwas günstiger als sein großer Bruder, der Ecovacs D-Bot X1 Omni ohne E im Namen. Das preisbewusstere Modell macht Abstriche, die sich nicht zwangsläufig negativ auf das Reinigungserlebnis auswirken. Durch die Farbgestaltung passt der D-Bot X1e vor allem in die Küche, ins Bad oder in das Wohnzimmer. Ihr habt noch Fragen zum D-Bot X1e? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Sarah-Lisa Ole für die Nerdbench. Thanks for choosing the Ecovacs robot. Please scan the QR code for details.